Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir an einem anderen Ort, nicht bei uns in der Werkstatt, sondern wir sind bei MT Carbon. Genau. MT Carbon, die machen echt coole Carbon-Sachen. Ihr seht es auch hier schon im Hintergrund, da ist alles eingerichtet. Ihr seht auch hier so ein paar verhängte Sachen, da dürfen wir leider nicht ganz alles sehen. Es ist schon einiges noch drin, wo wir halt nicht dürfen zeigen, weil sie wirklich Prototypenbau tätig sind. Wir sind heute hier wegen dem hier. Heckflügel für den Yaris ist mega schön, ist vom Design her ähnlich oder eigentlich das Design ähnlich wie der Prototyp von Toyota, wo sie selber mal gebaut haben. Ich blende schnell ein, zwei Bilder ein. Wie der aussieht, haben sie mal über die Nordschleife hineingejagt und dort ein bisschen getestet mit dem. Genau. Wichtig zum Flügel, da kommen wir nachher noch dazu. Ihr seht nachher noch Videos, wir haben ihn bereits vorher schon mal schnell drauf gehabt. Da ist noch der Prototyp, unser ist bereits schon eingepackt. Hinten dran ist auch noch, wie er dann verschickt wird. Da kommt dann ebenfalls noch dazu. Da zeigen wir euch alles jetzt dann gerade. Jawohl, was gibt es zum Flügel zu sagen? Er ist ganz wichtig, er wird auf den originalen Flügel befestigt, also er wird auf dem originalen Flügel angeklebt. Er ist nur geklebt. Also der ist nicht geschraubt, nicht genietet, gar nichts. Man muss keine Löcher bohren, sondern man kann ihn 1:1 einfach auf den originalen Heckflügel drauf montieren. Dort zeige ich euch noch schnell 1-2 Sachen, werde ich heute noch sehen bei der Montage von dem, weil es gibt ein, zwei Sachen zu beachten, wie man den montieren. Er wird wirklich einfach nur verklebt. Der originale Flügel ist auch nur, also der ist nur befestigt mit, ich glaube, 4 Schrauben sind, und 2-3 Clips oder so, ist eingeschraubt. Dort ist einfach wichtig, dass, wenn man den montiert, auch dort noch 1-2 Klebspuren drunter macht, dass er auch den Säb wirklich sauber hebt. Weil sonst beugt sich dann der durch über den Abpressdruck, den der wirklich generiert. Genau. Das Gewicht. Ja, er ist relativ gross, wie ihr seht. Ich bin relativ klein, aber der ist relativ gross. Der Flügel selber effektiv, der fix fertig, ist rund 1,2 Kilogramm. Und aus Vollcarbon. Genau. Ich kenne den Tobi von MT Carbon schon relativ lang. Ihr seht es auch hier noch. Er hat schon sehr viel gemacht für uns. Ich blende euch noch ganz schnell ein für den Heckflügel, den er auch gemacht hat, für den Evo. Mega geil. Wirklich. Jawohl. Wir laufen jetzt einmal schnell durch. Ich glaube, er hat alles abdeckt, was man nicht darf sehen. Und ihr seht noch etwas, wo noch gar niemand gesehen hat bis jetzt, wo auch niemand gewusst hat, was wir da machen. Und ja, genau. Ich laufe jetzt schnell durch mit euch, zeige euch noch, auch noch den Tobi. Er wird euch auch noch 1-2 Sachen sagen. Auch zur Befestigung vom Flügel am Schluss. Ja, genau. Los geht's. Ja, und hier haben wir den Spezialisten für Carbon, Tobias Mehringer. Hi. Ihm gehört die Firma MT Carbon. Genau. Ja, vielleicht ganz kurz zu dir. Wie lange machst du das schon? Angefangen mit 15, also seit 17 Jahren. Okay. Selbstständig seit über 12 Jahren das Ganze. Ja, eigentlich ohne Unterbrechung. Ja. Gibt es die MT Carbon jetzt schon in dieser Form. Ja. Seit Anfang des Jahres im neuen Firmengebäude. Ja. Was wir nachher gleich noch ganz kurz einmal sehen dürfen. Können wir gerne durchgehen. Abgedeckt das Wichtigste ist. Genau. Habe ich vorhin schon gesagt, dass Kundenzeug die Dinge, die man nicht sehen darf, sind. Ja, aber du machst ja auch viel noch in Fertigung für andere, für doch sehr namhafte. Ja, unter Firmen. Anderem kann man so sagen, ja. Ja. Formulieren wir es mal so. Ja, wir haben hier Automobilhersteller. Genau, gleich da hinten liegen zum Beispiel so schöne Dinge von einer Firma, die machen Flachkäfer. Ja, unter anderem. Können wir so sagen. Können wir so sagen, ja. Leicht untermotorisierte. Leicht, ganz, ja. Untermotorisiertere und auch ganz günstige.
günstig, Teile, aber ja, das genau. Geld wert. Okay. Ja, ja, absolut. Muss man wirklich absolut so sagen. Ist auch so für mich einer der Hersteller, wo, ja, die sind doch schon... Ist eigentlich der Hersteller. Ja, der, ja, ist, ja, ist doch. Das ist einfach ja so. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einmal kurz durch. Ja, klar. Eine Frage hätte ich noch zum Anfang. Was oder was für Fahrzeuge stellst du alles Carbon-Teile her? Nicht nur Fahrzeuge, eigentlich für, ich sage immer so schön, für jeden, der es sich leisten kann. Okay. Also im Prinzip kann jeder kommen vom Dacia Logan bis hin zum McLaren, ja, wird alles gefertigt. Ja. Wir haben ein eigenes Formenrepertoire, das was hausintern ist, das mhm ist sehr auf Nissan, Porsche, Audi, VW-lastig. Ja. Aktuell erweitern wir uns Produktpalette mit Toyota. Ist das nächste. Was ein Zufall. Ja, ist leider Gottes so. Und ja, aber so, wie gesagt, im Prinzip ist alles möglich. Wie gesagt, wir machen vom Automobil- oder Bootsbau bis hin zu Inneneinrichtungsteile, Dekostücke. Ob jemand eine Schale fürs Obst haben möchte oder einen okay Tisch, ist eigentlich alles möglich. Also wenn jemand eine Carbon-Toilette haben möchte? Ist möglich, aus hygienischen Gründen würde ich darauf verzichten. Ja. Alles klar. Jo, dann würde ich vorschlagen, wir gehen einmal ganz kurz ja durch. Darin sind wir, ja, Produktion. Ja. Erster Teil, das Ganze, dann, ja. Da, wir sind immer momentan noch in der Umbauphase. Da hinten haben wir ein kleines U-Boot. Ja, unseren Autoklaven. Den haben wir jetzt frisch für Prototypenbereiche. Ja. Haben wir den jetzt zum Testen, unter anderem der Jahresflügel wird in den hergestellt. Aber ursprünglich ist der eigentlich als Anschaffung gewesen für Versuche, verschiedene Entwicklungsarbeiten, was wir gerne machen. Ich sag mal, die Verfahren, die wir fertigen, ja, ist ein bisschen was anderes als die Masse macht mhm und ja, zeichnet cool halt die Qualität einfach ein bisschen aus. Ist einfach alles ein bisschen anders. Super. Genau. Sehr schön. Ich sehe da hinten ganz viel Abgedecktes, was wir vermutlich nicht ganz so zeigen ja dürfen, aber ich sehe etwas, was wir zeigen dürfen. Da, ja. Das wusste ich selbst nicht, dass du das schon hast. Ja, den habe ich frisch aus der Form noch raus. Ja. Kannst du gerne mal zeigen, ist jetzt ja auch eigentlich ab sofort erhältlich. Mhm. Dann gucken wir uns das doch mal an. Hier haben wir dann eine kleine Haube. Yaris GR, vermutlich. 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 Könnte passen. Ne? Könnte passen. haben wir jetzt mal gebaut. Ja, ist jetzt mal ein Demostück. Wie gesagt, erster Versuch. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es passt. Gewicht ist momentan bei 3195 Gramm, also unter 3200. Könnte vielleicht sogar noch ein bisschen was drin sein, weil es sehr stabil ist. Mhm. Ja, soweit haut hin. Wir haben jetzt mal Aluminium-Einleger, sind ja meistens bei unseren Teilen immer mit drinnen, was wir haben. Ja. Gibt es Aluminium, Stahl, Titan, je nachdem, was der Kunde wünscht. Ist möglich. In dem Fall haben wir sogar einen Haubenbügel aus Carbon gemacht. Da aktuell leider aus krankheitsbedingt unsere Metallbauer nicht abkömmlich sind. Da machen wir also unbedingt eine Tugend und baut es leichter. Ja, genau, richtig. Haben wir mal ausprobiert, ob es geht. Ist jetzt nicht der schönste, aber funktioniert. Wir gehen noch kurz raus und schauen den Heckflügel an auf dem Auto und es wird noch ein Video geben, hast du gesagt? Ja, ich mache noch ein Video. Das kommt irgendwann Mitte des Monats voraussichtlich, ja, hoffentlich, wo erklärt wird, wie man montiert. Ja. Wie gesagt, man hat es ja eh schon im Video gesehen, die Flügel sind komplett, ja, Montage fertig. Genau. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dass einfach nur verklebt. Richtig, okay. Genau. Wie gesagt, Kleber ist mit dabei. Extern passender. Super. Wir werden noch einfach, wie gesagt, ein Plug-and-Play-Kit ist es eigentlich. Alles klar. Super. Passt. Dann könnt ihr da, wir werden auch noch, ich weiß nicht, ob es in dem Video kommt oder ob wir noch ein separates Video machen von der Montage von unserem Heckflügel. Aber das seht ihr dann auch. Vermutlich ist sein Montagevideo vor unserem draußen.
vermutlich. Wir sehen es. Kurzes Video, wie wir es drauf gemacht haben, mit dem, einfach mit Highslim, schnell montiert und schauen, wie gut dass es passt. Kleiner Moment, der ist jetzt, das ist noch ein Prototyp. Das ist der allererste. Okay. Also das ist wirklich der allererste Prototyp, der wird noch nicht 100% passen, aber auch, dass wir mal schnell sehen, wie das am Schluss effektiv montiert wird. Wir haben hier unten, das sind die Klebeflächen, ja. Und dann, genau. Und der kommt dann ganz einfach, hier auf der Seite wird er abgestellt. Und du hast einen noch nicht verklebt? Nein, meiner ist komplett lose. Das sieht man auch, der bewegt sich relativ, man hört es auch, der bewegt sich relativ fest. Das ist auch wichtig, den muss man demontieren zuerst und dann den nochmals verkleben, damit der andere am Schluss auch sicher dran hält. Genau. Gedacht ist, demontiert, wird er verklebt. Das tut er so halbwegs. Genau. Der kommt dann auf Position gerückt. Genau. Und dann, wie gesagt, bei ihm muss man es ein bisschen noch machen. Wie gesagt, das ist jetzt noch der Prototyp. Man sieht es auch bei unserem dann, oder ihr habt es im vorherigen kurzen Video schon gesehen. Unsere Version, die passt jetzt schon massiv besser. Genau. Na, wie gesagt, das ist der erste. Genau. Hat es noch leichte Wandstärkenprobleme gegeben, haben wir noch leicht zu stabil gebaut. Gedacht ist, der Ganze wird mit einem 1K-Klebstoff, Strukturkleber gemacht. Und unter Umständen sieht man ja dann. Ja. Ihr seht ja dann, was für ein Kleber. Was für einer ist, wir sind noch uns unschlüssig, welcher Hersteller. Ja. Aber im Prinzip sind beides eh die gleichen. Ja. Und vollflächig verkleben, im demontierten Zustand, zwingend runtergehalten, bei der Rückmontage 2 bis 3 Klebepunkte draufsetzen, die 5 Schrauben, 4 Clips, 6 Clips, wieder rein und dann hebt es. Perfekt. Ich gebe an den Würst, Kleber und Dichten und mit. Bei gleichen Hauptstoff, wir bitte den gleichen. Weil du weißt, wie wir. Oder? Ja, machst du Kleber oder was? Du hältst dann die Heißklebepistole. Musst du die Pistole dann weg? Ja, super, aus. Super, rechts. Weiß ich nicht. Oh, Eder. Okay, das ist schon mal delicious. Also, ja, das ist schon nochmal ganz anders. Der passt nur. Okay. 1A. Das ist nochmal ganz anders. Der passt nur. Boah. Wie so ein Handschuh. Der passt ganz schön. Eine Frage, die die meisten vermutlich noch umtreibt, ist das Thema Preis und auch das Thema Zulassung. Wir haben das ja schon mehrfach diskutiert, wie das möglich ist. So wie es im Moment ausschaut, könnte es möglich sein für die Schweiz? Ja, das bin ist noch momentan abhängig von jemandem am Reden, ob nicht eine Möglichkeit bestünde. Ja. Über die Schweiz, dann ist das zwar Generalimporteur, aber er hätte die Möglichkeit dafür, dies zu prüfen und dementsprechend dann zu verkaufen. Genau. Für Deutschland sind wir momentan noch am Schauen, dadurch, dass wir sehr hohe Kosten haben, was Prüfung anbelangt und vor allem in der aktuellen Zeit Gutachten zurückgezogen werden zum Teil und. Ist es nicht einfach? Nein, wie gesagt, mit Gutachten ist halt so ein Thema. Ja. Wir müssen schauen, wie hoch das die Nachfrage in Deutschland ist. Ja. Irgendwo 30 Stück bräuchtest du, um das. Es würde es vereinfachen. Ja. Ich sag mal, ist natürlich immer die Frage, zu welchem Preis bietet man das am Ende an? Und je mehr Leute es sind, wenn das Gutachten, ich mache zum Beispiel es nicht, aber wenn das Gutachten 15.000 Euro kostet und du hast 10 Kunden. Ja. Ist das pro Kunde natürlich ein anderer Betrag, als wenn du 30 Kunden hast. Richtig, ja, genau. Deswegen. Und dadurch, dass wir mit dem Flügel preislich schon gerechtfertigt, behaupte ich mal, sind, aber doch nicht zu knapp vom Preis sind,
für ein Carbon-Anbauteil. Wie gesagt, die meisten Leute kennen halt leider Gottes nur GFK. Carbon-Look mit GFK-Parts unten drinnen. Genau. Das ist ja ein Vollcarbon von Das ist Vollcarbon in Epoxid, Vakuum, Autoklaven gedrückt, also das volle Programm, was technisch möglich ist. Es ist ein Infusionsbauteil, was in einem eigenen Verfahren im Autoklaven nochmal nachgedrückt wird. Ja. Da sind wir momentan sogar an ein Patent vielleicht dran, was wir da machen. Wie gesagt, weil es so nicht gibt. Wie gesagt, er bekommt fertig eingepackt mit, wo wir vorhin geredet haben, Klebstoff mit dazu. Genau. Das momentan von einem anderen Hersteller. Ja. Aber preislich sind wir dabei. Du hast ganz zu Beginn, waren wir mal, ich glaube bei 1500, 1600 war mal so. Richtig, ganz zu Beginn. Da sind wir auch, also der Kunde kann frei wählen. Es kommt voraussichtlich diesen Sonntag ein Vorab-Bestellformular raus. Ja. Der Kunde kann wählen zwischen 245er Forge Carbon, gibt es auch noch. Jobbed Carbon heißt es eigentlich Jobbed, richtig, okay. Forge Carbon. Da wieder was gelernt. Markengründen eigentlich nicht sagen. Gehäckseltes Carbon. Ja. Kunde kann dann auch noch frei wählen in Glanz, ja. Schwarz wird es auch geben. Okay. Oder einfach. Oder in Matt. In Matt, okay. In also Rot, er wird fertig lackiert, er ist okay. Montage fertig. In Roh habe ich es mir überlegt, wollte ich aber nicht. Ja. Der Kunde soll ein fertiges Produkt bekommen, das einfach funktioniert, er soll seine Freude daran haben. Plug and Play. Und kostet? Voraussichtlich 1450 Euro. Exklusiv. Exklusive Steuer, je nach Land. Entsprechend. Kommt dazu. Okay. In Deutschland sind es dann 1725. Ja, finde ich. Für mich, ich kenne die Preise aus dem vom Evo noch. Ja. Kenne ich da teilweise Hersteller, die für gewisse Anbauteile Preise verlangen. Das ist. Ich sage, es ist gerechtfertigt. Die schreiben auch, es ist Carbon, aber ist einfach GFK mit vielleicht eine Schicht noch Carbon drüber, damit es aussieht, als ob. Gibt es sehr viele schwarze Schafe auf dem Markt. Ja, leider. Die verlangen dasselbe. Verkaufen Carbon und es ist eigentlich nur GFK. Ja, genau. Zum Teil minderwertiges Herz, verzieht sich und. Also das Bestellformular wird Sonntag, wo wird das? Also wenn ihr das Video seht, wenn ihr dieses Video seht, dann wird das Formular schon seit einer Woche aufgeschaltet sein, vermutlich. Also Sonntag, das wäre übermorgen, das wäre der 8. August. Ist geplant. Okay. Wenn das Video läuft, wird das bestellt von das bei mt-carbon.de oder wie heißt entweder der auf der Internetseite mt-carbon.de, mt-carbon zusammengeschrieben oder unter Umständen sogar auf Facebook oder Instagram gibt es einen Link, wo man sich so runterladen kann. Und bei uns, ich werde auch einen Link in die Beschreibung reinmachen. Und auch bei uns auf der Facebook-Page und Rötel Racing, egal wo, da werdet ihr den Link finden. Falls ihr den nicht finden solltet, schreibt mir einfach kurz eine Mail oder kommentiert unter das Video und dann schreibe ich den noch zusätzlich drin. Ja, ja. Das kriegen wir hin. Wer einen will, kriegt einen. Bestimmt. Alles klar. Alles klar, super. Vielen Dank. Bitte, bitte. Und gerne wieder. Danke, dass wir hier sein durften. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Wenn die nächsten Teile da sind, genau. Kommst du wieder. Dann komme ich wieder. Vielen Dank. Also, tschüss zusammen.